Das hier ist ein Zikada, mit dem fahren wir schon sehr, sehr lange durch die Gegend. Und wenn man normalerweise schläft man hier oben. Und wenn man es aber nicht mehr kann, weil man zu gebrechlich ist oder wenn man das Kreuz nicht mehr mitspielt. Oder wenn man Kinder hat. Oder Kinder hat oder Enkel oder mehrere Enkel, dann kann man hier unten auch ein Bett aufbauen. Und zwar, das geht wie folgt vonstatten. Ja, als erstes muss man den Fahrersitz ganz nach vorne bringen. Dazu gibt es Folgendes zu tun. Okay? Gehen wir mal hinterher. So. Man geht von außen dahin, öffnet die Fahrertür und hier gibt es zwei Riegel. Einmal diesen, das ist der Drehbeschlagriegel, mit dem kann man den Sitz drehen. So in die Richtung, so weit muss man das entriegeln, dass er aus der Richtung ist. Und dann, hier bei mir geht es ein bisschen schwer, normalerweise geht es aber ganz leicht, muss man diesen Hebel ganz nach außen ziehen. So, wenn das getätigt ist, kann man die Tür praktisch wieder schließen. Gehen wir wieder innen rein. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes. Als erstes nehme ich den Tisch weg. Das geht ganz einfach. Tisch raus und vor den Beifahrersitz gestellt. Das Rohr auch. Das brauchen wir nicht. Jetzt ist quasi der Platz frei. Und jetzt kann ich bei mir, das hier ist jetzt speziell, das hat nur dieser hier, klappe ich das hoch, was normalerweise nicht so ist. Normalerweise ist hier nichts. Okay? Hängst fest. Und jetzt habe ich hier Platz, um den Sitz nach vorne zu schieben. Und das mache ich jetzt wie folgt. Ich muss es so weit wie möglich nach vorne, zwar mit allen Möglichkeiten, die man hat. Das macht man so, indem man ein bisschen ruckelt. Bei mir geht es ein bisschen schwer. Jetzt ist er ganz vorne. Und jetzt kann ich nochmal den Backisch bis nach vorne schieben, bis er anschlägt. Jetzt sieht man hier, wenn man nochmal hinschaust, hier ist jetzt der Schiebebeschlag, ist praktisch mit ein zweiter Schiebebeschlag integriert durch diesen Hebel, den ich vorher rausgezogen habe. Jetzt kann ich hier eine stählerne Stütze herausnehmen und hier einsetzen. Okay, und jetzt habe ich hier schon mal eine Auflage geschaffen für unser Bett. Und das geht dann wie folgt. Ich klappe das ein bisschen vor, damit ich diese Stütze hier rauskriege. Diese Stütze ist praktisch die Verlängerung des Bettes nach vorne. Die kann ich hier einstecken. Mach so. Und schon ist das erledigt. Und jetzt, das kann ich wieder zurück, damit das geht, kann ich diese Bank nach vorne schieben. Und zwar an diesem Hebel hier. Schaut euch das genau an. Nur an diesem Hebel, sonst an keinem. Hier in der Mitte ist nochmal ein, aber der hat mit dem nichts zu tun. So, das sind die Gurte, die klappen wir raus, damit sie nicht stören. Und jetzt kann ich mit einem Abwasch diese Bank nach vorne ausklappen. Hier mit einem Hebel ziehen, ganz raus. Was ist? Nach vorne klappen. Das ist eben es. Ich schlafe jetzt praktisch auf der Rückseite, um hier es wirklich schlafen zu können. Durch die Gurte auf die Seite. Alle auf, damit sie nicht stören. Und klappt die Lehne da hinein. Und schon ist das Bett praktisch fertig. Und wenn der Dreck dann weg ist, ist gut. Das kann man durch, das ist nicht so bequem auf dieser Seite. Da haben wir normalerweise immer noch eine Auflage drauf. Und man kann wunderbar schlafen und alles ist gut. Und das ist so etwa 1,80 lang. Und 90 breit, also es reicht wunderbar für einen Erwachsenen, auch für zwei manchmal, wenn man sich gut versteht. Okay? Also unser Enkel schläft immer drauf und deshalb bauen wir das auch ab und zu auf. Und abgebaut wird es umgekehrt, in umgekehrter Reihenfolge. Das zeige ich jetzt auch mal. Und jetzt geht es folgendermaßen. Hier habe ich wieder diesen Hebel. Den ziehe ich, klappt nach oben, Gurt in die Mitte. Zurück. So, und jetzt hat das Ganze andersrum. Kopfstütze wieder raus.
ein bisschen vor wieder, damit es reingeht. Draußen zurückschlagen, Gurt wieder rein und hier mit diesem Hebel nach hinten schieben. Dieser Hebel hier unten, der ist zum Verrutschen der gesamten Bank, wenn man also die Lehne schräger machen möchte, als es jetzt momentan ist, dann ist es dafür gut. So, und jetzt dieses Auflager, das hat hier einen speziellen Platz, wie man es vorhin schon gesehen hat, da kommt es einfach nicht mehr rein, liegt hier drauf und gut ist. Und jetzt umgekehrt, fertig ist es, und jetzt ist das so, wie es vorher war. Also das ist das Wichtigste da, dass man diese Stütze herausholt. Wenn man das nicht nachmacht, reicht es von der Länge her nicht und man hat kein Auflager. Okay, das wär's. Danke.